Wenn man in einen Supermarkt geht, um ein paar Lebensmittel einzukaufen, dann merkt man spätestens im Oktober, oft sogar schon früher, am Lebkuchen, den Dominosteinen und den Adventskalendern, dass bald wieder Weihnachten ist. Und die meisten von uns haben Menschen, denen sie etwas schenken wollen, wobei das ja nicht mal unbedingt nur zu Weihnachten sein muss. Deshalb gibt es in diesem Video ein paar Vorschläge von mir. Und weil ich selbst ein manischer Leser bin, handelt es sich bei allen Vorschlägen um Bücher. So eine Auswahl muss natürlich immer subjektiv sein. Ich hoffe jedoch, dass für möglichst viele Geschmäcker etwas dabei ist. Ich werde Bücher zeigen, die sich eher an Leute richten, die bereits Mathe studieren, aber auch welche, die ganz ohne Formeln auskommen. Bis hin zu Belletristik, einem Fotoband und einem Buch für Kinder. Die meisten der vorgestellten Bücher, insgesamt werden es 14 Stück sein, sind vergleichsweise neue, aber es sind auch ein paar ältere dabei. Bis auf eine Ausnahme habe ich allerdings alles weggelassen, was ich in anderen Videos schon empfohlen habe, um die regelmäßigen Zuschauer nicht zu langweilen. Kürzlich konnte man übrigens in den Zeitungen lesen, dass die Verlage momentan unter Papierknappheit leiden und man sogar damit rechnen muss, dass kurz vor Weihnachten, anders als gewohnt, manche Bücher nicht mehr kurzfristig lieferbar sein werden. Wenn Sie hier also etwas zum Verschenken oder für sich selbst finden, dann sollten Sie vielleicht nicht zu lange zögern. Das erste Buch ist in diesem Jahr erschienen und wurde von dem Wissenschaftsjournalisten Thomas de Padua geschrieben, der vor ein paar Wochen den Medienpreis der Deutschen Mathematikervereinigung erhielt. In seinem neuesten Werk Alles wird Zahl geht es darum, wie die Mathematik im Europa der Renaissance aus einem tausendjährigen Dornröschenschlaf erwachte und wie sich in dieser Zeit die Zahlen und die Formelsprache entwickelten, die wir heute kennen. Aber es geht beispielsweise auch darum, wie eng damals Mathematik und Kunst manchmal miteinander verwoben waren. Tragende Rollen spielen unter anderem Regio Montanus, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci und Girolamo Cardano. Eine sehr lebendige und lehrreiche Schilderung der damaligen Zeit, die ich mit Freude gelesen habe. Allerdings war ich anfangs etwas enttäuscht darüber, dass es doch recht wenig um Mathematik ging. Zum Schluss wird das jedoch deutlich besser und insbesondere im Zusammenhang mit dem Lutherschützling Michael Stiefel habe ich ein paar Dinge gelernt, die ich bisher historisch anders eingeordnet hatte. Mathematische Vorkenntnisse braucht man für dieses Buch nicht und empfehlenswert ist es für jeden, der seinen Horizont erweitern möchte und der sich dafür interessiert, wie sich die Sprache der Mathematik, die inzwischen ja eine Weltsprache ist, vor einem halben Jahrtausend langsam zu entwickeln begann. Ein weiteres Buch zur Geschichte der Mathematik hat den schönen Titel Meine Herren, dies ist keine Badeanstalt und ist nicht mehr ganz so neu wie das vorherige. Hier geht es in erster Linie, aber nicht nur, um den bedeutenden deutschen Mathematiker David Hilbert, der einer der Wegbereiter der Moderne in der Mathematik Anfang des 20. Jahrhunderts war. Obwohl ich mich recht gut mit der Geschichte der Mathematik auskenne und in dem Buch eigentlich nichts stand, das ich nicht schon wusste, habe ich es mit großem Vergnügen gelesen. Der Autor, der hauptberuflich Fondsmanager und Vermögensverwalter ist, schreibt in einem angenehmen Stil, der seine Liebe zur Mathematik und seine Zuneigung zu den Protagonisten erkennen lässt. Vielleicht ist das ein gutes Geschenk für Mathematiklaien, die sich gar nicht vorstellen können, was Mathematiker denn so machen. Abgesehen von einer schon etwas älteren Biografie von Constance Reid ist dies meines Wissens das einzige Buch, das sich exklusiv David Hilbert widmet. Wobei es allerdings naturgemäß nicht nur um Hilbert selbst geht, sondern auch um den ganzen Göttinger Kosmos, den er um sich versammelt hatte. Bis die Nazis die große Zeit der Mathematik in Deutschland beendeten und sie durch ihre wahnwitzige Idee einer deutschen Mathematik zu ersetzen versuchten. Nebenbei ist das Büchlein, das von dem kleinen, aber feinen Berenberg Verlag herausgegeben wird, auch optisch und haptisch sehr ansprechend. Als drittes Buch ein Roman. Patrick Hofmann erzählt in Nagel im Himmel die Geschichte eines hochtalentierten Mathematikers, der aus einem Umfeld stammt, das man heutzutage wohl als bildungsfern bezeichnen würde, sich zu einem vielversprechenden Doktoranden entwickelt, der es wagt, die legendäre Riemannsche Vermutung in Angriff zu nehmen, der dabei aber auch vereinsamt und sich in den Alkohol flüchtet. Den Rest der Geschichte will ich hier nicht verraten, aber das ist jedenfalls noch nicht alles. An einigen wenigen Stellen schrammt das Buch dicht am Kitsch vorbei, aber im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Es ist sprachlich manchmal herausfordernd, aber sowas mag ich ganz gerne. Man muss keine mathematischen Vorkenntnisse mitbringen, um das Buch zu lesen. Wenn man sich jedoch in der Mathematik etwas auskennt, dann wird man sich nebenbei über die eine oder andere Anspielung freuen und darüber, dass der Autor offenbar mit der Materie vertraut ist und nicht nur Klischees wiedergibt. Und bevor gleich die richtigen Mathebücher kommen, noch einmal Belletristik.
Michael Wildenhain ist ein bereits arrivierter Autor und in seinem neuesten Roman Die Erfindung der Null spielt, wie auch im vorherigen Vorschlag Nagel im Himmel, ein Mathematiker die Hauptrolle. Allerdings diesmal einer, der sich schon vor langer Zeit aus dem akademischen Leben zurückgezogen hat. Man kann die Geschichte wie ein Krimi lesen, denn es geht um einen gegen diesen Mathematiker gerichteten Mordverdacht. Und viele Dinge, die am Anfang nur angedeutet werden, klären sich erst ganz am Ende und teilweise recht überraschend auf. Die Schilderung der Protagonisten ist nicht ganz frei von Klischees, aber ich habe mich jedenfalls beim Lesen nicht gelangweilt. Die Verlagswerbung, die in der Story des Buchs die Struktur eines mathematischen Beweises erkennen will, kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Nun aber, wie angekündigt, etwas für Kinder. Es handelt sich um ein Buch, das inzwischen fast ein Vierteljahrhundert alt ist und das eine Empfehlung durch mich eigentlich nicht mehr nötig hat. Andererseits geraten manche guten Dinge ja auch einfach deswegen in Vergessenheit, weil sie älter werden und es kann nicht schaden, ab und zu an sie zu erinnern. Hans Magnus Enzensberger, inzwischen über 90 Jahre alt, ist sicher einer der berühmtesten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit und unter anderem auch als Herausgeber, Übersetzer, Redakteur und durch seine politischen Stellungnahmen bekannt. Nicht so bekannt ist jedoch, dass sich Enzensberger, anders als die große Mehrheit seiner Schriftstellerkollegen, immer auch für Mathematik interessiert hat. Falls Sie ihn noch nicht kennen, suchen Sie beispielsweise mal im Internet nach seinem Text Zugbrücke außer Betrieb, den er 1998 anlässlich des Internationalen Mathematikerkongresses in Berlin geschrieben und auch vorgetragen hat. Schon davor hatte er den Zahlenteufel verfasst. Ursprünglich nur für seine eigene Tochter, aber zum Glück hat er das Buch dann auch veröffentlicht. Wie er später in einem Interview mal verriet, ist es sein mit großem Abstand meistverkauftes Buch. Auf jeden Fall eignet es sich hervorragend dafür, aus der Angst vor der Mathematik Spaß an der Mathematik zu machen. Und ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass es nicht nur Kindern gefällt, sondern sich auch für Erwachsene eignet, deren letzte Begegnung mit der Mathematik lange zurückliegt. Abgebildet sind hier das Original von 1997 und rechts daneben die aktuelle Taschenbuchausgabe. Außerdem gibt es den Zahlenteufel auch als Hörspiel. Da Kinder sehr unterschiedlich sind, finde ich es schwer, eine Altersempfehlung abzugeben. Aber wenn es sich um ein begabtes Kind handelt, dann kann man wohl schon im Grundschulalter mit dem Buch anfangen, wenn man es gemeinsam mit der Tochter bzw. dem Sohn liest. Das nächste Buch könnte man mit dem Slogan »Das schenken Mathematiker Mathematikern« bewerben. Jedenfalls habe ich es selbst als Geschenk von einer befreundeten Mathematikerin bekommen und mich sehr darüber gefreut. Eigentlich geht es in 99 Variationen eines Beweises nur um eine recht simple kubische Gleichung, aber der Mathematiker Philip Ording hat auf über 250 großformatigen Seiten 99 teilweise sehr unterschiedliche und überraschende Arten ausgebreitet, wie man sich dieser Gleichung nähern und sie lösen kann. Und dabei geht es nicht etwa nur um verschiedene mathematische Ansätze, sondern unter anderem auch um Musik, Origami oder Twitter. Ein augenzwinkerndes intellektuelles Vergnügen für Menschen mit einer gewissen Affinität zur Mathematik, auch wenn sie nicht unbedingt beruflich und jeden Tag damit zu tun haben müssen. Eine Art Appetitanreger für jemanden, der bereits an der Mathematik interessiert ist, der aber mehr wissen will, ist das Buch von 1 bis 9. Der amerikanische Mathematiker Mark Chamberlain widmet den ersten 9 positiven ganzen Zahlen jeweils ein Kapitel. Eigentlich sind diese Zahlen aber nur Aufhänger, um auf gut 200 Seiten unzählige mathematische Themen anzureißen. Die werden tatsächlich nur angerissen, weil kaum einem mehr als 2 Seiten gegönnt werden, aber die Auswahl ist so vielfältig, dass man das Buch vielleicht als eine Art Eignungsprüfung verwenden kann. Wenn man es durchgelesen hat und dabei nicht über diverse Dinge gestolpert ist, über die man gerne mehr wüsste, dann sollte man besser nicht Mathematik studieren. Wenn man allerdings mehr wissen möchte, dann wird man vom Literaturverzeichnis am Ende des Buches etwas enttäuscht sein. Aber zum Glück gibt es ja das Internet. Der englische Verlag Dorling Kindersley ist Ende des letzten Jahrhunderts bekannt geworden durch aufwendig gestaltete und qualitativ hochwertige Sachbücher. Inzwischen ist er allerdings von einem größeren Konzern geschluckt worden und hat sein Programm so stark ausgeweitet, dass man wohl kaum noch davon ausgehen kann, dass alle auf den Markt geworfenen Bücher das Niveau halten, das anfangs vorgelegt wurde. Die Reihe Big Ideas scheint mir allerdings wirklich gelungen. Etwas flapsig würde ich sie als Was ist was für Erwachsene bezeichnen. Aus dieser Reihe gibt es nun auch die deutsche Übersetzung des Bandes zur Mathematik, die schlicht und ergreifend Das Mathematikbuch heißt. Ein großformatiges Buch mit 350 Seiten und sehr vielen Grafiken und Illustrationen, das sich prima als Coffee Table Book eignet. Man kann es im Wohnzimmer rumliegen lassen, weil es sehr hübsch ist,
und sowohl die Besitzer des Buchs als auch ihre Gäste werden immer mal wieder drin blättern und sich hier und da ein bisschen festlesen. Vielleicht wäre es sogar eine gute Idee, möglichst viele Wartezimmer mit so einem Buch auszustatten. Wenn Sie nicht nur ein bisschen blättern oder Ihren Appetit anregen, sondern richtig loslegen wollen, dann ist Ein Schaubild der Mathematik das Buch der Wahl. Die beiden in den USA lehrenden russischen Mathematiker Dmitri Fuchs und Sergei Tabatschnikow haben hier 30 Vorlesungen über verschiedene klassische Resultate aus Algebra, Kombinatorik, Geometrie und Topologie zusammengetragen, die man unabhängig voneinander lesen kann, beziehungsweise eher durcharbeiten sollte. Es ist keine leichte Lektüre. Man muss wirklich mitdenken und darf keine Angst vor Formeln haben. Weil man wird belohnt mit echter Mathematik, hinter der ganz große Namen wie Gauss, Euler, Newton, Cauchy, Jacobi oder Chebyshev stehen. Und mit Resultaten, die in einem Mathematikstudium trotz ihrer Schönheit oft übergangen werden. Und erstaunlicherweise wird außer der Bereitschaft, wirklich konzentriert mitzumachen, kaum mehr vorausgesetzt, als man im ersten Semester eines Mathestudiums lernt. Große Teile des Buches eignen sich sogar schon für talentierte Schülerinnen und Schüler am Gymnasium. Und da wir gerade bei Dingen waren, die man im Studium nicht unbedingt mitbekommt, hier noch eine Empfehlung für Menschen, die Mathe studieren. Turning Points in the History of Mathematics von Hardy Grant und Israel Kleiner. Leider kommt in der Ausbildung von Mathematikern die Geschichte der Mathematik üblicherweise kaum oder gar nicht vor. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten und höre von heutigen Studentinnen und Studenten, die ich persönlich kenne, dass sich das in den letzten Jahrzehnten auch nicht geändert hat. Ich selbst habe mich mit der Geschichte der Mathematik erst nach meiner Promotion richtig beschäftigt, dann aber schnell gemerkt, dass das nicht nur an sich interessant ist, sondern auch dabei hilft, die Mathematik besser zu verstehen und Zusammenhänge und Entwicklungen zu erkennen. Erst durch die historische Einordnung sind mir manche Dinge so richtig klar geworden. Und gerade unter diesem Aspekt ist das hier gezeigte Büchlein besonders empfehlenswert. Es gibt dicke Wälzer zur Mathematikgeschichte, bei denen schon das Literaturverzeichnis länger ist als das Buch von Grant und Kleiner. Aber die Verdichtung auf kaum mehr als 100 Seiten ist gerade seine Stärke. Erstens konzentriert es sich auf das Wesentliche und spricht damit die an, die die Geschichte der Mathematik nicht als Wissenschaftshistoriker um ihrer selbst willen und in epischer Breite studieren wollen. Und zweitens arbeitet es, wie der Titel schon andeutet, die wesentlichen Wendepunkte heraus, die die Mathematik verändert, weiterentwickelt und schließlich zu der Wissenschaft gemacht haben, die sie heute ist. Es gibt das Buch allerdings bisher nur im englischen Original, aber wenn Sie Mathematik studieren, müssen Sie ohnehin in der Lage sein, englische Texte zu lesen. Nach zwei Büchern, die sich eher an die richten, die schon etwas tiefer in der Mathematik stecken, hier nun wieder ein Coffee-Table-Book, über das man sich nach meiner Meinung sowohl als Experte als auch als Laie freuen kann. Die Mathematik ist an den Hochschulen im Allgemeinen der letzte Fachbereich, der noch an dem angeblich altmodischen Ensemble aus Tafel, Kreide und Schwamm festhält. Mathematiker nutzen Tafeln nicht nur für die Lehre, sondern haben fast immer auch eine im Büro, um sie für Diskussionen mit Kollegen und eigene Denkskizzen zu verwenden. Die Fotografin Jessica Wynn hat über 100 Mathematikerinnen und Mathematiker besucht, ihre Tafeln fotografiert und mit ihnen gesprochen. Daraus wurde der Fotoband Do Not Erase, der sowohl ästhetisch sehr ansprechend ist, als auch immer wieder zum Blättern und Lesen verleitet, weil die, die die Tafeln gefüllt haben, sehr unterschiedliche Geschichten erzählen. Und in die Kategorie der ästhetisch ansprechenden Bücher passt definitiv auch dieses Buch. Zunächst mal ist es nur eine von unzähligen Ausgaben der Elemente von Euklid, des ältesten bekannten Mathematikbuchs der Welt, das etwa 3 Jahrhunderte vor Beginn der Zeitrechnung entstand und das noch bis ins 19. Jahrhundert weltweit als Lehrbuch verwendet wurde. Und nicht nur das. Damals war es auch für Menschen, die als gebildet gelten wollten, selbstverständlich, dass man Euklid gelesen haben musste, weil insbesondere seine Ausführungen zur Geometrie mit ihren Axiomen und Beweisen als zeitloser Maßstab dafür herhalten mussten, wie Mathematik zu sein hatte. Auch wenn das heute nicht mehr so gesehen wird, ist das Buch immer noch von immenser historischer Bedeutung und es ist schade, dass an den Schulen kaum noch geometrische Beweise im Stile Euklids unterrichtet werden, denn die sind oft von einer Klarheit und Eleganz, die viele Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich wesentlich eher ansprechen würden, als das Auswendiglernen von Formeln oder die dämlichen Kompetenzaufgaben, die inzwischen in Mode sind. Wie auch immer, der irische Mathematiker Oliver Byrne hat im 19. Jahrhundert eine grafische Bearbeitung der Elemente verfasst, die im Vergleich zu allen vorherigen Ausgaben geradezu opulent illustriert war. Und nebenbei noch eines der ersten mehrfarbig gedruckten und nicht von Hand kolorierten Bücher überhaupt.
Wenn in anderen Versionen der Elemente zur Bezeichnung von Punkten, Linien oder Winkeln Buchstaben verwendet werden, dann sind das bei Byrne auch im Fließtext konsequent farbige Grafiken. Darum ist der vollständige Titel des Buchs auch The First Six Books of the Elements of Euclid, in which colored diagrams and symbols are used instead of letters for the greater ease of learners. Das Buch wurde damals leider wenig beachtet und geriet in Vergessenheit. Aber zum Glück hat der Verlag Taschen vor etwa 10 Jahren eine erschwingliche Faksimile-Ausgabe herausgebracht. Sogar mehrere, weshalb ich hier auch keine ISBN angebe. Es gibt das Buch inzwischen in verschiedenen Größen und in verschiedenen Sprachen, teilweise auch wie hier abgebildet mehrsprachig. Allen gemeinsam ist, dass Byrnes Gestaltung aus heutiger Sicht so zeitlos elegant wirkt wie Euklids Werk selbst. Die wenigsten werden das Buch von vorne bis hinten durcharbeiten, aber es ist auch einfach ein großes Vergnügen, immer mal wieder in ihm zu blättern. Schließlich als vorletztes ein Buch, das ich schon mehrfach empfohlen habe, das man nach meiner Meinung aber nicht oft genug empfehlen kann. Der Amerikaner Paul Lockhart hat Anfang des 21. Jahrhunderts in Mathematikerkreisen eine gewisse Berühmtheit erlangt durch ein sehr schönes Essay mit dem Titel A Mathematician's Lament, das sich im Internet leicht finden lässt. Lockhart war wie viele Mathematiker im universitären Bereich tätig, hat sich dann aber entschieden, an eine Schule zu wechseln und die Mathematik quasi subversiv von ganz unten zu fördern. 2012 veröffentlichte er das Buch Measurement, das eine Mischung aus Lese- und Lehrbuch ist und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Mathematik. Vordergründig ist es ein Rundgang durch einen Teil der Mathematikgeschichte, der über die Geometrie zur Analysis führt und in die beiden Teile Size and Shape sowie Time and Space unterteilt ist. Anders als in den zu Anfang vorgestellten Büchern geht es jedoch nicht um das Leben und Wirken der großen Mathematiker der Vergangenheit, die gar nicht genannt werden, sondern es geht darum, dass die Leser möglichst viel Mathematik selbst entdecken und erleben sollen. Geschrieben ist Measurement in einem für Mathebücher untypischen, sehr persönlichen Duktus. Dabei kommt das Buch fast vollständig ohne Formeln aus und arbeitet stattdessen mit vielen kleinen handgezeichneten Skizzen, die man ebenso gut auch auf den Tafeln des vorhin gezeigten Fotobandes hätte finden können. Überhaupt tanzt das Buch auch deswegen aus der Reihe, weil es von dem zur Harvard University gehörenden Verlag Belknap Press mit viel Liebe zum Detail hergestellt wurde und ästhetisch für ein Mathebuch geradezu herausragend ist. Aktuell ist leider nur noch die Taschenbuchausgabe erhältlich. Man bekommt dann zwar immer noch die schönen Zeichnungen und kann sich an der Typografie erfreuen, aber wenn Sie sich etwas gönnen wollen, dann versuchen Sie im Antiquariat ein gut erhaltenes Exemplar der gebundenen Ausgabe zu ergattern. Das ist noch ein richtiges Buch und nicht so eine mühsam von Klebstoff zusammengehaltene lose Blattsammlung, wie sie heutzutage häufig von Großverlagen im Print-on-Demand-Verfahren hergestellt wird. Leider gibt es Measurement bisher nicht in einer deutschen Übersetzung, aber wer englische Bücher lesen kann, braucht ansonsten keine besonderen Vorkenntnisse, bis auf die Bereitschaft, sich auf das Buch einzulassen und wirklich mitzudenken. Tja, und zum Schluss habe ich mich dann gefragt, ob es unangemessen ist, wenn ich in diese Aufzählung eins von meinen eigenen Büchern einreihe. Aber andererseits wäre es natürlich auch etwas seltsam, wenn ich zumindest mein neuestes Buch gar nicht erwähnen würde, weil ich es tatsächlich für ein gutes Weihnachtsgeschenk halte. Es ist vor ein paar Monaten erschienen und ich habe mir teilweise Measurement von der vorherigen Folie als Vorbild genommen. Auch mein Buch sollte nicht wie ein typisches Mathebuch aussehen, auch mein Buch arbeitet mit handgezeichneten Skizzen und auch mein Buch soll echte Mathematik, die sich signifikant von der Schulmathematik unterscheidet, für interessierte Laien erlebbar machen. Im Gegensatz zu Lockhart picke ich mir allerdings ein spezielles Thema heraus, an dem man gut sieht, wie verschiedene Rädchen, Geometrie, Algebra, Zahlentheorie und Analysis ineinandergreifen, um am Ende ein sehr schönes Ergebnis zu liefern. Eines, das die Leserinnen und Leser sich idealerweise bei der Lektüre größtenteils selbst erarbeitet haben. Ich hoffe, dass halbwegs solide Schulkenntnisse für dieses Buch ausreichen. Wie beim Measurement muss man natürlich die Bereitschaft zur Mitarbeit und die nötige Geduld mitbringen, aber das gilt für die Mathematik immer. Inzwischen gibt es auch Rezensionen des Buches, unter anderem von Spektrum der Wissenschaft, sodass Sie sich nicht nur auf meine Aussagen verlassen müssen. Sie finden sie unter der Adresse, die rechts unten zu sehen ist. Dort gibt es auch Links zu Leseproben und zu einem Video über das Buch. So, ich hoffe, dass etwas für Sie selbst oder für jemanden, den Sie beschenken wollen, dabei war. Ich freue mich, wenn diese Empfehlungen zur Verbreitung guter Bücher und zur Popularisierung der Mathematik beitragen.